Dann schnappen wir uns den mal. Boing, hier hin. Der Würfel, ey. Wie altmodisch. Mit Tacker. Mit. Der ist festgetackert. Alter. Und hat noch so billigere Gummiränder. Das ganze altmodische Zeug. Ist ja Hammer. Ist ja echt Hammer, dieses alte Testgelände hier. Die Jungs im Labor. Unglaublich. Ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. So, so, Cave. Das freut mich aber. Next test chambers this way. Okay. Hier hoch müssen wir wohl. Da unten können wir nicht durch, weil, Baum. Ne, weil da sind wir ja gekommen. Hier haben wir uns hochgeportet. Schauen wir mal hier drin. Schreibmaschinen. Das haben die alles zur Zeit von Schreibmaschinen gemacht hier. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wo kommen wir hier hin? Nächste Testkammer. Setzen wir das Gel mit Nanopartikel. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Breitunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt nicht. Alter. Wie assi. Aber dieses Rumhüpfen ist cool. Das Rumhüpfen ist echt cool. Dops. Whee. Her damit. Jo, dann machen wir mal ein Portal hinein. Und. Hindurch. Hab gesagt, hindurch. Menschenskinder. Ich möchte da ein Portal haben, bitte. Bitte, bitte, bitte. Gibt's irgendwo so ein. Da, da ist ein Kasten, okay. Lass mich mal zum Kasten hoch. Prima, da kann ich hinsetzen. Das heißt, ich muss einfach nur hier ein zweites Portal hinmachen und warten, bis ich da drauf kann. Und dann komme ich da hin drauf, sag ich schon, hin drauf. Ja, ja, hin drauf komme ich. So. Kasten. Ein Kastenbier, bitte. So. Dann nehmen wir uns diesen Kasten. Wir geben uns hier hinauf, nicht hin drauf. Ich stopp mal wieder meinen Sprung und dann kann ich so direkt hochspringen. Das ist schon besser. Perfekt. Kasten drauf und dadurch kriegen wir einen höheren Sprung nun. Und können auf diese Fläche, um diesen Test zu beenden. Allerdings brauchen wir, denke ich, mal wieder einen Kubus. Wow. Hüpf. Das war definitiv dumm. Äußerst dumm. Habe ich schon erwähnt, dass das dumm war? Wie auch immer. So, jetzt nochmal. C gedrückt halten. Hüpf, 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 hüpf. Boah, das ist cool. 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 Ich möchte zu dem Kasten. Das ist echt cool mit diesem Gel. So. Da du jetzt diesen Schalter hier aktivierst. Wieso? Ach, hier lang. Kann ich hier einen Portal draufsetzen? Und mich damit noch weiter dopsen lassen. Hooray! Das war äußerst unklug. Deshalb gehe ich jetzt erneut hier durch und hüpfe. Und jetzt müssen wir es aber schaffen hier. Tada! Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Aha, es mag keine Menschenknochen. Das heißt, wir sollten uns damit definitiv nicht bespritzen. Aperture Science Innovators.
So. Hast du noch was zu sagen, Cave? Johnson? Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Wow, das machen wir doch gerne. Scheiß auf unser Leben, die Wissenschaft ist wichtig. Wie auch immer, ich habe gerade auf die Uhr geguckt und ich würde sagen, die Zeit wird knapp. Ich verabschiede mich für diese Aufnahme von euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, genauso viel wie ich. Boah, in dieser Aufnahme hat sich so viel getan, so viel dramatische Änderungen in diesem Spiel. Ja, ich übertreibe. Das Spiel ist aber trotzdem großartig. Ohne Witz, unglaublich großartig. Wenn euch dieses Let's Play nicht zu sehr spoilert, dann kauft es euch selbst und zockt es auch. Es ist es definitiv wert. Und ich rede von kaufen, also in dem Fall muss Valve unterstützt werden. Es muss einfach unterstützt werden. Das Spiel ist großartig. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, Leute. Tschö, tschö.